Dirk Krampe für die Ruhrnachrichten. Ja, guten Morgen. Eine Sache, die auch aufgefallen ist, dass anders als zum Beispiel beim Spiel in Frankfurt, ihre Mannschaft ja durch diesen 1:2 Anschlusstreffer, der schon kurz vor der 60. Minute hergefallen ist, nicht nochmal so einen Push bekommen hat. Haben Sie dafür eine Erklärung? Und vielleicht Teil B der Frage dann, Sie haben auch Ihre Wechseloptionen ja sehr spät beziehungsweise gar nicht komplett ausgeschöpft. Warum war das kein Thema? Ja gut, das ist immer, also wenn man jetzt dann Spiele beschreibt und das, was man sieht, beschreibt, dort Erklärungen dann immer wieder zu finden. In Frankfurt haben wir 3:2 gewonnen und danach sagen alle, wow, was ein Push. Ich glaube auch, dass wir in Hamburg noch 2, 3 Situationen hatten, in denen wir auf der Grundlinie waren, sich ein Spieler von St. Pauli noch in den Querpass reingeschmissen hat, wenn wir dort das 2:2 machen. In die Verlängerung gehen, am Ende 3:2 gewinnen, dann sagen alle, wow, auf was für ein Weg. Also der Grat ist immer relativ schmal. Fakt ist, Argumente haben wir keine, weil wir ausgeschieden sind. Und die Wechseloption, ja, für uns dann natürlich immer kein einfaches Thema. Wir haben Offensivspieler draußen mit Mucki, mit Tiki, junge Spieler, die ja, mit Mucki jetzt auch immer wieder Verletzungsprobleme hatten, keinen Rhythmus haben. Tiki wird heute Abend U23 spielen, um Rhythmus auch aufnehmen zu können. Dann ist es eine Frage natürlich auch immer wieder der Systematik. Wo stellt man wie um? Wen nimmt man raus? Von welchen Offensivspielern verspricht man sich dann noch was? Natürlich wäre es auch eine Option gewesen, Marius Wolf nochmal zu bringen, vielleicht auch auf 2 Spitzen eher schon umzustellen. Alles Dinge, die wir auch diskutieren, aber wir versuchen dort schon immer in jedem Spiel nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln und möglicherweise entscheiden wir uns das nächste Mal einfach dann auch schon eher zu reagieren und Wechsel zu ziehen, noch offensiver zu werden, indem wir, ja, möglicherweise dann vielleicht auch mit 3 hinten. Also es gibt immer wieder Abwägungen. In Hamburg haben wir uns jetzt dafür entschieden, relativ spät zu wechseln. Auch dort, wenn man verliert, die Argumente nicht zwingend beim Trainer.